Hallöchen und willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Weiter geht's. Im Regen starten wir. Ich hoffe, ihr habt, wie erwähnt, wie vorgewarnt, einen Regenschirm mitgenommen. Oder so eine Papiertüte auf dem Kopf. Oder einen Regenmantel. Es wird nämlich nass. Aber mal gucken, wie lange. Meistens. Ja, finden wir dann schon wieder irgendein anderes Gebiet. Also, wir waren jetzt inzwischen in einem Waisenhaus. Wir waren dann in einem Krankenhaus, Schrägstrich, Irrenhaus, sag ich jetzt einfach mal. Ich meine, oha, da hinten fliegt was. Da hinten ist was rumgeflogen. Also hier so eine Irrenanstalt, ne? Aha. Okay, das war's schon. Da flog irgendetwas Richtung Straße. Oh, wir hören Durchsagen. Aha, interessant. Komm mal her, gib mal Pätschchen. Komm mal mit. Nur nicht schlapp machen, die Beine, ja? Nur nicht schlapp machen. Immer schön weiterlaufen. Ich höre Gelächter. Oh ja. Boah. Holy. Habe ich mich jetzt aber erschrocken. Okay, ich glaube, der ist gerade ausgerannt. Also von seiner Sicht aus. Boah. Habe ich im kleinen Moment erschrocken. Ich glaube, der ist hier durchgebrettert. Also hier durch den Türrahmen. Okay, und hat seinen Kopf anscheinend jetzt in den Fernseher gesteckt. Man hat ja früher gesagt bekommen, nicht zu nah am Fernseher sitzen. Seht ihr das auch bei ihm dann? Also er hat den Kopf ja im Fernseher. Naja. Soll nicht unsere Sorge sein. Wir haben andere Sorgen. Unsere Sorgen sind, ja, überleben. Wahrscheinlich. Denke ich mir mal. Alle hoppa. Ja, das hat doch geklappt. Das schaffst du. Das schaffst du, da glaube ich dir. Voll und ganz. Lass uns mal die Taschenlampe ausholen. Ich finde die Taschenlampe ja cool. Guten Tag. Ich habe nur manchmal muss ich gucken, wie man die bewegt. Nee, wir lassen den mal alleine. Ich glaube, der braucht mal ein bisschen. Auch mal ein bisschen Zeit für sich. Aha, da wird Fernsehen geguckt. Okay. Hier brauche ich deine Hilfe wahrscheinlich. Das funktioniert. Gut. Aber kann es sein, dass das einfach Radio oder Fernseher ist, was wir die ganze Zeit da hören? Muss ich gerade mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ach, da. Nee. Komm aber auch nicht mehr auf dem Toiletten. Ah, jetzt. Ach, da unten. Ach. Ich dachte, in dem Raum müssten wir jetzt was machen. Nö. Oh. Ganz schön heruntergekommene Häuser. Ja, schön springen. Jo, okay. Ja, ich weiß Bescheid. Nicht so lange rumhocken. I get it. Komm mal mit. Oh ja, das ist aber ein weiter Sprung. Guck mal, alles kaputt hier, ne? Aber der Aufzug, der läuft noch. Er funktioniert noch. Okay, da ist ein Schloss vor. Dann, ja, hat sich das erledigt. Geht's denn noch weiter hoch? Oh. Habe ich jetzt meine Ausfahrt verpasst? Ich habe da rechts so eine Lücke in der Wand gesehen. Aber da musst du mal bitte zur Seite. Da muss ich nämlich heftig springen. Ach, ich muss noch nicht mal... Ah. Ich muss noch nicht mal in das Loch... Ne, also ich muss noch nicht mal in das Loch in der Wand reinspringen. Sondern ich kann auch hochklettern, habe ich gerade gesehen.
Okay. Ja, dann brauchen wir nicht von so weit oben springen, ne? Uch. Er so, alles gut da unten. Und ich nur so, ich falle immer noch. Es hört nicht auf. Das Gute ist, ich respawn gleich wieder. Mach dich schon mal bereit, kletter wieder hoch. Hui. Also ich hab's aber auch, ne? Ja, es ist jetzt wegen der Perspektive gewesen, ne? Weil wir sehen ja nur von der Seite aus alles. Aber wir können ein bisschen auf den Schatten achten. Aber jetzt müsste das hinhauen. Ja, auch so mit Ach und Krach. Okay, dann springen wir einfach rechtzeitig. Boah, trotzdem noch recht hoch. Weil wir kriegen tatsächlich so einen kleinen Schwung nach oben. Wenn wir noch abspringen. Werden wir noch einmal so nach oben gedrückt. So, und ja, mal schauen. Wir müssen wahrscheinlich unseren Kumpel dann da aus dem Aufzug holen mit dem Schlüssel. Wobei, eigentlich kommt mir das recht unnötig vor. Was ist denn jetzt? Ach so. Ja, ja gut. Also er hätte ja auch mitklettern können jetzt. Ne? Er hätte ja auch genau den gleichen Weg laufen können wie wir. Wäre das nicht viel, viel besser? Weil wir wissen ja, er hat genau die gleichen Fähigkeiten drauf wie wir. Mindestens. Er ist ja auch recht gut, was Climben angeht und so. Er hätte ja auch jetzt, er könnte ja jetzt auch den Hebel betätigen, könnte auch genauso wie wir dadurch. Dann bräuchten wir jetzt nicht noch einen Schlüssel extra suchen. Aber vielleicht, und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Vielleicht müssen wir den Aufzug nochmal benutzen, um weiter hochzukommen. Ach, da ist der Schlüssel ja schon. Das ist jetzt meine erste Vermutung. Und dann wird das ja... Ja, dann wäre das in Ordnung. So, dann machen wir das jetzt einmal. Er hilft mir dann, den Hebel hier zu betätigen. Und ehrlich gesagt, ich bin gespannt, was dann passiert. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Aufzug uns jetzt woanders hinbringt. Kommst du rein? Warum? Komm mal her. Komm mal her. Geht nicht. Doch, geht. Aber nicht sobald wir hier... Okay, das heißt, das ist wieder ein Part, den ich alleine bestreiten muss. Es geht runter? Okay. Was hat der Hebel getan? Ich habe auch nichts gehört. Akustisch hat es nichts wiedergegeben. Wir haben den Hebel runtergedrückt. Was hat sich denn dadurch jetzt getan? Es hilft mir auch nicht wirklich viel, dass er da einfach nur rumsteht. Jetzt kommt er mit. Okay. Hat sich hier irgendwas geändert? Wir hier hoch? Gehen wir hier rein? Was ist mit der Tür unten? Kann es sein, dass wir die aufmachen können? Aber warum kommt er nicht mit? Ich muss sagen, manchmal irritiert mich unser Charakter. Ich liebe es, dass wir einen haben. Aber manchmal macht er Dinge, die ich nicht verstehe und das irritiert einen. Was ist denn jetzt hier mit dem Hebel? Hä? Nochmal? Ja. Geht der auf Zeit? Oder haben wir den jetzt wirklich noch einmal betätigt? What? Okay. Er wäre wieder da stehen geblieben. Ich wollte eigentlich jetzt versuchen, die Tür da zu öffnen. Wir fangen auch wieder von hier an. What? Okay. Können wir denn die Tür öffnen? Geht nicht.
Ich denke mal nicht, dass der Hebel dafür da ist, dass wir die Tür öffnen können. Egal, wir gucken uns nochmal in den Räumen um, nachdem wir den das zweite Mal benutzen. Warte mal, ich muss jetzt vorzeitig abspringen, ne? Links ist nichts auf der linken Seite. Aha. Ist denn da noch was? Wenn wir hier reingehen? Da kann ich nicht rein, okay. Und wenn, dann wäre ich da wahrscheinlich irgendwo runtergefallen. Könnte ich mir vorstellen. So, wie ist der Hebel denn jetzt? What? Haben wir den beim ersten Mal überhaupt gar nicht betätigt? Wow. Also das Game lässt mich an meinem eigenen Verstand manchmal zweifeln. Also mittlerweile. Manchmal passieren hier Sachen, wo ich denke, hä? Komm mal her jetzt. Habe ich beim ersten Mal den Hebel nicht betätigt oder? Hebel geht runter. Ich lass los. Bleibt auch unten. Hä? Soll ich den Hebel nicht betätigt haben? Beim ersten Mal. Oh Mann. Ich zweifle an meinem eigenen Verstand. Okay, und da kommt die Kamera nicht mit. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich nicht hin. Was hat der Hebel denn jetzt gemacht? Hier auf der linken Seite wahrscheinlich. Hier ist nichts. Vielleicht mal mit der Lampe? Da ist auch nichts. Also in dem Raum, da ist ja gar nichts. Also da ist ja tote Hose. Was ist mit dir? Sag doch mal. Guck mal, ich kann den blenden. Sagen Sie's. Warte. Raus mit der Sprache. Was müssen wir machen? Hä? Raus mit der Sprache. Ey, mir fällt nichts anderes ein, als den Aufzug halt zu betätigen. Sag jetzt nicht, hier ist eine Tür, die wir aufmachen können. Können wir die aufmachen? Nein. Wir müssen mit dem Aufzug runter. Was ist denn über uns? Da ist auch auf jeden Fall was. So, Hebel ist betätigt. Dann gehe ich jetzt runter. Aber er kommt nicht mit. Warum bleibt er denn da? Und jetzt? Nach rechts zur Tür zu springen bringt nichts, weil die lässt sich nicht aufmachen. Vielleicht wieder nach links? Das ist der einzigste Weg, der jetzt mir noch einfällt. Ich konnte nicht nach links springen. Brauche ich denn das hier irgendwie? Der Hebel ist schon wieder oben. Okay, gut, dann habe ich den Hebel betätigt. Nur aus irgendeinem Grund geht der wieder hoch. Weil wir den Aufzug benutzen oder warum? Muss ich etwa runterklettern? Ich kann hier nicht mehr hoch. Kann ich wieder da rein? Nee. Okay. Sobald ich den Hebel betätige, was passiert mit dem anderen Hebel? Gar nichts. Okay, warte. Ich kann nicht nach links springen. Da scheint eine Wand zu sein. Ich sehe das nicht. Aber da kann ja keine Wand sein, weil war ja vorher auch keine Wand. Warum kann ich denn nicht nach links springen? Also jetzt müsste ich ja eigentlich... Ja, oder wir sind damals von oben da reingesprungen. Der Hebel ist wieder oben. Ich weiß nicht. Also irgendwo muss noch irgendwas geben, was ich noch nicht gesehen habe. Irgendwo muss es... Ja, aber hier ist nichts. Hier nicht. In dem Raum nicht. Die Tür lässt sich nicht bedienen. Der Hebel geht... Der resettet sich nach der Zeit. Ich kann nur nach rechts springen. Oh. Okay.
Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Okay. Also entweder müssen wir jetzt unten auf den Aufzug oben drauf springen oder wir müssen jetzt einmal hochklettern. Weil ich glaube, der Hebel da oben ist dafür da, dass der Aufzug nach oben gerufen wird. Okay. Wenn wir jetzt den Aufzug betätigen, kommt der hoch. Und da müssen wir einfach rechtzeitig drauf springen. Okay. Das war jetzt das Einzige, was jetzt noch einem so einfiel. Er hält sich auch bereit. Jo. Bin ich ehrlich, hätte ich früher drauf kommen können. Aber war schon gut ausgedacht. Aber. Ja. Können wir da rein oder nicht? Ich weiß es nicht. Doch, wir können da rein. Warum willst du denn nicht? Ich dachte, da wäre ein Deckel vor und wollte das. Wollte damit interagieren. Komm her, du! Und wieder raus hier. Muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe noch nicht viel gegessen. Okay. Mein Brain fehlt ein bisschen an Zeug. Aber ich habe gut getrunken. Okay? Also keine Sorge, was das angeht. Ich habe ordentlich viel getrunken. Mein Brain ist voll mit Wasser. Und mehr anscheinend heute auch noch nicht. So, dann wollen wir mal springen, ne? Alle hopp. Bewegen sich jetzt wieder die Häuser? Nö. Auf einmal kommt so Musik so, als wäre da irgendwas Krasses, was man sich angucken kann. Aber irgendwie sehe ich da nichts. Oder vielleicht soll der Fokus da hinten auf dem großen Turm landen? Ich glaube, ich brauche meinen Mate. Stell dich schon mal in Position. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, du musst dich hier einmal dran festhalten. Und dann let's go. So. Und was machen wir jetzt? Springen. Okay. Aber wie vergeigt es jetzt nicht? Nö. Und er hat es auch gut gesichert. Mit seinem starken linken Arm. Dann ist die falsche Seite von der Leiter. Kann das sein? Nö, ist die richtige. Ich muss auch nur mal grabben. Ba-ba-ba-ba-da-bam-bam. Und jetzt brauche ich einmal Hilfe. Und dann lassen wir die Leiter vielleicht oben runter. Bei den Feuerleitern so, ne? Kann man ja dann von oben... Oder die lassen sich einfach so runterziehen. Okay. So was haben wir hier nicht. Deswegen kenne ich mich mit der Engine nicht aus. Okay, komm. Klettern wir hier auch hoch. Wie ein Profi. Gudi. Und wieder ab ins nächste Häuschen. Wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. Ich hab heute mal einen doofen Tag. Das Haus sieht nicht sicher aus. Renn! What is happening? Ich glaube, wir sollten schnell machen. Ja, so machen wir die Tür auf. Schnell aufstehen, laufen. Nicht nach hinten blicken. Es ist so schnell, ne? Das ist gewollt, oder? Ich habe keinen Plan, wie wir da hinten rüber gekonnt. Ja, okay. Oh, nein! Und er war noch vor uns. Ist er gestolpert? Nein. Und die Taschenlampe ist kaputt.
Erstmal die Taschenlampe checken. Nein, Bro. Sis. Whatever. Ist er okay? Ist er okay? Er ist okay. Kann er noch laufen? Ah, das war gerade mein Controller. Nicht erschrecken. Ich weiß nicht, ob man den gehört hat. Der hat gerade vibriert und der hat den Tisch berührt. Und da ging der drrrr, wie so eine Bohrmaschine. Oh, ihm geht's gut. Wahrscheinlich humpelt er aber jetzt. Ich kann ihn nicht bei der Hand nehmen. Doch, kann ich. Meine Taschenlampe ist kaputt. Oh, ihm geht's gut. Wow, okay. Ey, oh, kein Scherz. Ich dachte, das wär's jetzt mit ihm. Ihm geht's totally fine. Er hilft uns sogar noch. Ich dachte, er hätte jetzt vielleicht auch ein Handicap oder so. Nur wir haben jetzt ein gewisses Handicap. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Ich würde da normalerweise nicht drunter gehen, weil... Ja, weil da wieder Kreidesymbole sind. Und wir wissen ja... Also wir haben ja schon mal gesehen, eins dieser Waisenkinder, der hat mit Kreide gezeichnet. Auch so ähnliche Symbole auf dem Boden. Hätte ein Hinweis auf damals sein können. Und ein Hinweis darauf, dass sich dann jetzt einer von den Waisenkindern aufhält.